Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwerge und die Zwergefreunde. Ja, blöder Zungenbrecher, wie auch immer. Ich glaube, ich bleibe am besten bei meine lieben die Zwergefreunde. Ja, willkommen zurück bei die Zwerge, wie auch immer. In der letzten Aufnahmesession haben wir erfolgreich das Schwarzjoch hinter uns gelassen. Ein sehr cooles Gebiet, wie ich finde. Und dürfen jetzt nach Grünhain weiterreisen. Unterwegs gibt es noch ein paar Städtchen zum Abklappern. Wir wollen auch nach da hinten, nach Hufanga, kommen. Und uns auch mal Talburg ansehen. Ich werde den Weg folgendermaßen nehmen. Hier über Turmweiler. Dann das Gasthaus, um nochmal Vorräte zu kaufen. Und dann nach da hinten, nach Talburg. Über Hufanga. Weil alles andere haben wir bereits gehabt. Da ist Nord-Ionans Stollen. Kalkbach hatten wir auch schon. Das Dorf konnten wir leider nicht retten. Dafür Seelenschön und guten Namen. Und ja, die Händler. Und da sollten wir auch mal bei Gelegenheit hin. So. Auf den Weiden vor der Stadt sowie in den Befestigungsgräben liegen tote Orks. Einige Bewohner sind dabei, die Leichen auf Scheiterhaufen zu werfen und die leichten Schäden an der Stadtmauer zu reparieren. Ja, Turmweiler scheint eine ziemlich gut befestigte Stadt zu sein. Wir betreten sie Ihr mal. betretet die Stadt und die Garnison in ihrer Mitte, ohne dass ihr angesprochen werdet. Erst vor einer schweren Eichentür, die, wie ihr vermutet, ins Büro des Kommandanten führt, werdet ihr von einer Wache aufgehalten. Zwerge? Uns bleibt dieser Tage anscheinend nichts erspart. Was wollt ihr? Der ist schon mal etwas wuffig. Ihr hattet auch mit den Orks zu tun. Ich hatte nicht gedacht, dass Turmweiler so groß ist. Ich möchte mit eurem Kommandanten sprechen. Wir machen uns wieder auf den Weg. Ihr hattet auch mit den Orks zu tun. Es sieht aus, als habt ihr ein Ork-Problem. Hatten. Unsere Späher haben die Armee früh bemerkt und wir konnten sie ohne große Verluste zurückschlagen. So eine kleine Ork-Armee kann unsere mächtigen Mauern nicht überwinden. Eure mächtigen Mauern sehen aus, als würden sie bald von alleine umfallen. Der Soldat lässt sich von Boindil nicht einschüchtern. Selbstbewusst reckt er sein Kinn nach vorn. Immerhin haben sie die Orks aufgehalten. Anders als eure Zwergenmauern im Norden. Oh. Ich hätte nicht gedacht, dass Turmweiler so groß ist. Ich wusste nicht, dass Turmweiler so groß ist. Beeindruckender Ort. Wir haben ertragreiche Weiden. Das hat die Stadt in den letzten Jahren ordentlich vorangebracht. Zu Zeiten meiner Großeltern war Turmweiler nicht mehr als der Turmhügel mit ein paar Häusern drumherum. Heute haben wir einen Markt, einen Tempel und im Turm sind natürlich nach wie vor die königlichen Meldeboten stationiert, die auch die eine oder andere Münze in der Stadt lassen. Die Meldeboten sind ein Knackpunkt. Ja, im Privatspiel habe ich eine Brieftaube zu Lord Ionan geschickt an dieser Stelle und danach mit dem Kommandanten gesprochen. Dieses Mal mache ich es umgekehrt. Guck mal, worauf das hinausläuft. Ich möchte mit eurem Kommandanten sprechen. Ich muss mit eurem Kommandanten sprechen. Kommandant Valora hat keine Zeit. Er ist immer noch mit den Folgen des Ork-Angriffs beschäftigt. Ja. Ich muss ihn nur ganz kurz sprechen, versprochen. Ich habe Informationen über die Orks, die den Kommandanten sicher interessieren werden. Du wirst mich den Kommandanten sprechen lassen, sofort. Nehmen wir das Kommandant in der Mitte. Kommandant Valora beschäftigt sich mit den Orks und ich habe Informationen dazu. Ich habe ein Treffen der Ork-Fürsten beobachtet. Die Wache mustert dich interessiert und versucht abzuschätzen, ob sie deinen Worten trauen kann. Schließlich erhebt sie sich, öffnet eine Tür und betritt den Raum vor dir. Der Kommandant schaut von seiner Arbeit auf. Die Wache wiederholt, was du ihr gesagt hast. Eure Informationen über die Orks könnten nützlich sein. Wir haben sie zurückgeschlagen, aber noch nicht vernichtet. Kommt herein. Der Kommandant lauscht aufmerksam und stellt einige Zwischenfragen, als du von den drei Ork-Armeen und dem Treffen der Häuptlinge mit dem Alp Sintoras berichtest. Das klingt übel. Ich werde Boten aussenden. Wir müssen vorbereitet sein. Ja. Die Ork-Armee, die Turmweiler angegriffen hat, konnte fliehen. Die Ork-Armee, die euch angegriffen hat, konnte fliehen. Das, was von ihnen übrig geblieben ist. Sie sind Richtung Süden gezogen. Solange wir die Schäden an den Mauern beheben müssen, kann ich leider niemanden hinterher schicken. Richtung Süden, nach Kalkbach vielleicht.
Wir haben eine Ork-Armee in der Gegend besiegt. Es war kein leichter Kampf, aber sie waren bereits angeschlagen. Vermutlich durch Turmweilers Soldaten. Der Kommandant betrachtet euch und scheint für ein paar Augenblicke hin- und hergerissen zu sein. Dann gibt er sich einen Ruck. Ihr wisst es vielleicht nicht, aber die Administration hat ein Kopfgeld auf die Ork-Horde ausgesetzt. Hier, ihr habt euch das Gold verdient. Ja. Wenn ich das nämlich sage, kriege ich erstmal das Gold. Und was passiert, wenn ich jetzt eine Brieftaube schicke? Wäre es möglich, eine Brieftaube an Lord Ionan in Ionandar zu schicken? Der Magus, Lord Ionan? Sicher. Da ihr die Ork-Armee zerschlagen habt, lasse ich euch die Gebühr. Ich lasse einen Schreiber kommen. Mhm. Danke, aber ich kann schreiben. Papier und Tinte reichen völlig. Der Kommandant nickt. Du nimmst es ihm nicht übel, dass er dich für ungebildet hält. Nur die wenigsten einfachen Menschen beherrschen die Kunst des Schreibens. Nachdem du die Schreibutensilien bekommen hast, schreibst du mit knappen Worten auf einen winzigen Zettel, was sich beim Treffen der Albäer und Orks zugetragen hat. Ein Bote nimmt dir die Nachricht ab, nickt kurz und verlässt den Raum. Wir müssen weiter. Guten Tag, Herr Kommandant. Tötet so viele Orks, wie ihr könnt, werte Zwerge. Palandiel sei mit euch. Ja, Palandiel ist übrigens die Göttin der Menschen, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Und dieses Mal war es definitiv anders. Er hat ja gerade gesagt, er erlässt mir die Gebühr. Das letzte Mal, als ich zuerst die Brieftaube geschickt habe, habe ich 30 Gold Gebühr zahlen müssen. War jetzt nicht viel, wenn man sich ansieht, was wir haben, aber aus Neugier habe ich es jetzt mal so gemacht. Damit sich das Semi-Blind doch ein bisschen rechtfertigt, weil ich hier jetzt andere Entscheidungen treffen werde teilweise, als in meinem Blind-Privatspiel. Als ihr eine Rast einlegt, beobachtet ihr einen Karren, der unweit von euch die Straße entlang rollt. Auf dem Kutschbock sitzt ein junges, verliebtes Paar, das mehr mit sich als mit dem Rest der Welt beschäftigt ist. Der Anblick erinnert dich an eine alte, ungewisse Frage. Also, ich habe mich gefragt, wie sehen Zwerginnen aus? Hübsch? Sehr hübsch. Aha. Du hast dir mehr Informationen erhofft. Haben sie ein Bart? Nein, ich würde eher sagen, einen Flaum. Sehr anziehend. Und was tun sie? Ich meine, sind sie auch Kriegerinnen? In unserem Stamm kümmern sich die meisten mehr um das häusliche Leben. Sie treiben die Tiere auf die Weiden der Täler, sorgen für gefüllte Vorratskammern und gutes Bier und machen unsere Kleidung. Es kommt nichts Gutes dabei heraus, wenn Mann und Frau nebeneinander stehen und kämpfen. Einige von ihnen sind talentierte Steinmetze und Schmiede. Hüte dich nur davor, ihre Künste zu beleidigen. Sie stehen uns in ihrem Stolz in nichts nach. Ja, Zwerge. Ihr kommt an eine Kreuzung mit einem Gasthaus, durch dessen Fenster ein warmer Lichtschein dringt und die umliegende Straße erhellt. Vor dem Eingang steht eine Steinskulptur eines Schafs und über der Tür hängt ein Schild mit der Aufschrift »Zum steinernen Schaf«. Da war einer sehr kreativ. Bleibe stehen und beobachte die Umgebung. Du beobachtest die Umgebung, doch die Straße bleibt menschenleer und niemand verlässt das Gasthaus. Im oberen Stock fällt dir ein kaputtes Fenster auf, das mit Brettern verbarrikadiert wurde. Etwas Nasses trifft dich auf die Nase und du wirfst einen missmutigen Blick hinauf zum wolkenverhangenen Himmel. Warum stehen wir hier und werden nur von außen nass? Na, dann gehen wir mal ins Gasthaus. Entschlossenen Schrittes betrittst du das Gasthaus und wirst direkt von einer Wand aus Pfeifenrauch begrüßt. Das gute Dutzend Gäste an den Tischen dreht sich zu euch um und wirft einander anschließend erstaunte und leicht besorgte Blicke zu. Ja, verschaffe dir einen Überblick über die anderen Im Gäste. Im Gasthaus sitzen ein halbes Dutzend Gäste an Tischen und genauso viele an der Bar. Augenscheinlich Bauern und Landarbeiter aus den umliegenden Dörfern. Boindil schenkt den anderen Gästen keine Aufmerksamkeit und stapft zu einem Tisch. Zusammen mit seinem Bruder folgst du ihm und nimmst Platz. Der Wirt kommt hinter der Bar hervor. Was darf sein? Von einem der Tische hörst du missmutiges Gemurmel. Ich frag mich, was Unterirdische ausgerechnet jetzt bei uns wollen. Zum Nachbartisch. Warum ist es merkwürdig, dass wir ausgerechnet jetzt hier sind? Ich hätte nichts gegen ein Schwarzbier für mich und meine beiden Freunde einzuwenden. Wie wär's mit einer Runde für alle? Sind zwei Reisende hier vorbeigekommen. Einer von ihnen war ein Söldner, der andere ein Fabulus. Zeigt mir, was ihr im Angebot habt. Wir suchen ein Zimmer für die Nacht.
Fragen wir mal zum Nachbartisch. Du wendest dich dem Gast zu, der etwas über Unterirdische gemurmelt hat. Warum ist es merkwürdig, dass wir hier sind? Der Mann schaut kurz auf, blickt dann aber wieder in seinen Bierkrug, aus dem er heute Abend schon mehr als genug getrunken hat, und murmelt undeutlich. Spiel nicht den Unwissenden. Die Orks ziehen durch unsere Länder und wessen Schuld ist das? Ihr habt sie reingelassen. Ich war nicht am steinernen Torweg und weiß nicht, was passiert ist. Aber in einem kannst du dir sicher sein. Niemals würden Zwerge und Orks gemeinsame Sache machen. Wir töten sie, wo wir auf sie treffen. So wahr ich Boindil Zweiklinge heiße. Der Gast und seine Tischnachbarn zucken erschrocken zusammen. Sie murmeln eine Entschuldigung und konzentrieren sich auf die Biere vor ihnen. So, machen wir uns mal beliebt und geben für 10 Gold eine Runde aus. Du stehst auf und wendest dich den Gästen zu. Eine Runde für alle! Sofort hellen sich die Züge der Gäste und des Wirts sichtbar auf. Der Wirt macht sich geschäftig daran, für jeden ein Bier zu zapfen und die Krüge zu verteilen. Einige der Gäste prosten dir zu, als sie ihr Bier bekommen. So, dann fragen wir mal, ob hier die Reisenden vorbeigekommen sind. Sind zwei Reisende hier vorbeigekommen? Einer von ihnen war ein Famulus, der andere ein Söldner. Der Wirt schüttelt unbeteiligt den Kopf und murmelt etwas Unverständliches. Einer der Gäste schickt sich an, etwas zu sagen, doch er schweigt, als sein Tischnachbar ihn in die Seite stupst und kaum wahrnehmbar den Kopf schüttelt. Und nun sagt schon, was ist vorgefallen? Ja, dadurch, dass ich jetzt die Lokalrunde ausgegeben habe, hoffe ich mir einfach mal, dass wir mehr Informationen kriegen. Ich habe es auch letztes Mal so gemacht. Nun sagt schon, was ist vorgefallen? Wir sind doch unter Freunden. Der Gast, der bereits vorher etwas sagen wollte, schaut zu seinem Tischnachbarn und als dieser nickt, fängt er an zu reden. Zwei Reisende haben hier übernachtet. Einer hatte eine Robe an, der andere war ein Söldner. Am nächsten Tag sind sie hastig aufgebrochen. Meinten, ein Alp hätte sie angegriffen. Einer der anderen Gäste meldet sich auch zu Wort. Es hat wirklich in der Nacht gerumpelt, als hätte es einen Kampf gegeben. Sie haben Gold für die Umstände hier gelassen. Ich dachte, Sie meinten den Lärm, aber dann habe ich das kaputte Fenster bemerkt. Der Wirt seufzt. Erzähl bitte keinem davon. Wer will schon in einem Gasthaus übernachten, in dem Albe gesehen wurden? Ich habe erstmal Angebot. Ich brauche nämlich dein ganzes Essen. So, danke. Und dann einen Übernachten. Wir sind müde und sehnen uns nach einem richtigen Bett. Ihr verbringt eine erholsame Nacht im Gasthaus und macht euch dann wieder auf den Weg. Das selbstverständlich, meine Herren, wurde rausgeschnitten. So, wir gehen jetzt mal dem Zwergenhändler entgegen. Ihr erreicht ein kleines, geschäftiges Dorf. Überall herrscht emsiges Treiben. Nur eines fehlt. Der alles durchdringende Klang von Metall auf Metall, der normalerweise zu dieser Tageszeit aus der Dorfschmiede ertönen müsste. Und das war falsch. Vor der Schmiede sitzt ein mürrisch dreinblickender Mann mit seinem rechten Arm in einer Schlinge. Als er euch sieht, erhellt sich seine Miene und er springt auf die Füße. Werte Zwerge, wäret ihr daran interessiert, mir in meiner Schmiede auszuhelfen? Wenigstens für einen Tag. Der Blick des Mannes liegt zwischen Verzweiflung und Hoffnung. Als ihr nicht sofort antwortet, setzt er nach. Ihr werdet natürlich fürstlich für eure Arbeit entlohnt. Ich kann euch 100 Goldstücke für eure Arbeit zahlen. Gut, fragen wir ihm erstmal, was ist mit dem Arm passiert? Was ist mit eurem Arm passiert? Ein dummer Unfall. Eine Kiste mit Rohlingen ist heruntergefallen. Ich wollte sie auffangen. Es wird verheilen. Zum Glück aber, ich kann den Hammer für eine Weile nicht schwingen. Dann muss ich wohl einiges an Arbeit angesammelt haben. Du nickst verständnisvoll. Du hast dich immer schlecht gefühlt, wenn du krank warst oder aus einem anderen Grund nicht in der Schmiede arbeiten konntest. Eine Menge. Aber wenn es stimmt, was ich über die Schmiedekunst der Zwerge gehört habe, wird es euch ein leichtes sein, alles noch heute zu erledigen. Ja, tut mir leid, wir haben keine Zeit. Ich helfe euch nur gegen bessere Bezahlung. Das ist unnötig. Wir haben genug Geld. Also gut, ich helfe euch. Ich habe einige Zeit in der Schmiede gearbeitet. Das einige Zeit in deinem Fall fast ein ganzes Menschenleben bedeutet, verschweigst du bescheiden. Wenig später stehst du in der Schmiede und begutachtest das minderwertige Werkzeug des Schmieds, während er die Esse anfeuert und alles so gut für die Arbeit vorbereitet, wie es mit einem Arm geht. Du konntest die Zwillinge nicht überreden, dir zu helfen. Als Krieger würden sie lieber auf die Jagd gehen, hatte Boindil verkündet. Aber du hältst es für wahrscheinlicher, ihn später im Gasthaus bei einem Bier anzutreffen. Dir ist es gleich. Du freust dich darauf, nach langer Zeit wieder schmieden zu können. Stunden später hast du alles um dich herum vergessen.
Die Hitze der Esse, der Schweiß auf deiner erhitzten Haut, das Spiel der Flammen. Du bist in deinem Element und arbeitest wie im Rausch. Der Schmied hat die Schmiede längst mit einem zufriedenen Grinsen auf dem Gesicht verlassen. Hey, ich rede mit dir. Überrascht schaust du auf. Du hast nur das Schlagen des Hammers gehört und hast nicht bemerkt, dass jemand eingetreten ist. Schaffst du das? Du kannst den Mann mittleren Alters auf Anhieb nicht leiden. Seine hellen grauen Augen mustern dich so eindringlich, als wollten sie durch deine Kleidung in dein Innerstes blicken. Der Mann deutet auf zwei Pferde. Die beiden. In einer Stunde. Der soll es mal erstmal unhöflich. Ich soll die Pferde beschlagen? Kein Problem. Was ist mit den Pferden? Du blinzelst, schaust mit dem Schmiedehammer in der Hand zwischen den Pferden und dem Mann hin und her und stellst dich dumm. Was ist denn mit den Pferden? Du hast erwartet, dass der Mann aufbrausen würde, aber dass er dir leise und sehr langsam sagt, du möchtest bitte die beiden Pferde neu beschlagen, beunruhigt dich mehr, als wenn er wütend geworden wäre. Der hat's eilig und will kein Aufsehen erregen. Na gut, dann beschlage ich die Pferde. Die beiden sollen beschlagen werden? Kleinigkeit. Der Mann wirkt nicht überzeugt, aber du machst dich routiniert an die Arbeit. Zwei weitere gerüstete Männer stehen bei den Pferden und mustern dich aus den Augenwinkeln. Ja, unterhalte dich mit den Männern. Beobachte die Männer, während du arbeitest. Das letzte Mal habe ich sie nur beobachtet. Unterhalte ich mich mal mit ihnen. Also, ihr seid Söldner, nehme ich an. Du willst nur etwas Konversation betreiben, doch der Mann schaut dich nur ungläubig an, als hätte er nicht erwartet, dass Zwerge sprechen können. So etwas Ähnliches. Viel zu tun? Und wisst ihr etwas über die Ork-Armeen aus dem Süden? Wir können nicht klagen. Der Tonfall des Mannes macht dir klar, dass er das Gespräch mit diesen Worten für beendet hält. Schweigend verrichtest du deine Arbeit. Als der Anführer der Söldner dich bezahlt, hast du das Gefühl, als würde er dich mit seinem Blick durchbohren wollen. Ohne ein weiteres Wort verlassen die Männer die Schmiede. Ja, folge ich's ihnen mal. Die Männer stoßen vor dem Dorf zu einer größeren Gruppe von Reitern, mehr als einem Dutzend. Du hältst dich versteckt und lauschst. Nicht hier im Dorf. Los, wir suchen nochmal die Straße zwischen hier und Klintal ab. Die anderen Söldner nicken und die Gruppe reitet davon. Du kannst dir keinen rechten Reim darauf machen, was hier vor sich geht, aber es gefällt dir nicht. Mhm. Du erzählst den Zwillingen von deiner Begegnung und sie beschließen, die nächsten Tage besonders wachsam zu sein. Ihr verbringt die Nacht im Haus des Schmieds und zieht am nächsten Morgen weiter. Ja, XP verdient und wir haben eine neue Aufgabe. Und ja, jetzt wird sich der Zwergenhändler Karren leider nicht mehr bewegen. Ich habe eigentlich gedacht, ich könnte ihn vorher mal abfangen, aber das war wohl nichts. Ich lasse ihn jetzt aber mal beiseite und gehe erst einmal nach da hinten. Die Bewohner Hufangers gehen geschäftig ihrer Arbeit im Dorf und auf den umliegenden Feldern nach. Von den umherziehenden Ork-Armeen scheinen sie sich nicht beunruhigen zu lassen. Oder sie wissen nichts davon. Ja. Warum auch immer jetzt hier auf einmal eine 15 drunter steht. Dabei wird die Stadt gar nicht belagert. Als ihr euch der Hauptstadt Idoslans nähert, erkennt ihr, woher sie ihren Namen hat. Die Stadt liegt in einem Tal am Rand der Nebelmark und hatte ihren Anfang vielleicht als strategische Festung. Ihr begebt euch zum Exerzierplatz und seht einen breitschultrigen, etwa 40 Jahre alten Mann, der eine Gruppe Soldaten inspiziert. Ihr seid König Tilogar und Herrscher von Idoslan, nicht wahr? Ich habe euer Bildnis in Büchern gesehen. Der großgewachsene Mann sondiert dich. Nicht unfreundlich, aber wachsam. Das hast du richtig erkannt, mein Freund. Das ist das erste Mal, dass mir ein gebildeter Zwerg begegnet. Es ist auch das erste Mal, dass ich einem König begegne. Erwiderst du ebenso wahrheitsgemäß wie schlagfertig. Der König kann sich ein Lächeln nicht verkneifen. Du hast einen schnellen Verstand und bist gut mit Worten. Eine scharfe Zunge ist in dieser Welt manchmal wertvoller als eine scharfe Axt. Und gefährlicher. Ja, wir berichten ihm mal, dass wir Deichseldorf und Gutenauen gerettet haben. Wir haben Orks in Deichseldorf und Gutenauen bekämpft. Deichseldorf und Gutenauen? Der König scheint für einen Moment nachzudenken, als würde er in Gedanken die Karte seines Reiches nach den Namen absuchen. Schließlich nickt er. Wie schlimm ist es? Leider gab es Verluste, aber wir haben die Ork-Armeen besiegt. Die beiden Dörfer sind wieder sicher. Ihr habt sie besiegt? Der König seufzt erleichtert und es scheint, als würde ihm eine schwere Last von den Schultern fallen.
Das freut mich zu hören. Wir hätten es kaum rechtzeitig geschafft. Wir waren 4 Tage und 4 Nächte geritten, um hierher zu kommen. Ich wollte weiter, aber die Pferde brauchten eine Rast. Und nach dem Angriff der Orks mussten wir die Verwundeten in die Hauptstadt bringen. Tilugorn holt tief Luft und atmet ruhig aus. Die gute Nachricht können wir gebrauchen. Vielen Dank, meine Freunde. Ihr verabschiedet euch in aller Höflichkeit vom König. Er verspricht, sich um die Leichen in Deichseldorf und Gutenauen zu kümmern. Und seine entschlossene Miene lässt erahnen, was er mit Orks tun wird, die seiner Armee zu nahe kommen. So, das war der Bericht an den König. Aber das hat, glaube ich, auch nichts mehr hier dran geändert. Ja. Gut, dann können wir wieder zurückreisen. Ruhig nochmal über dieses Dorf hier. Auch wenn das nicht viel bringt. Da fahren die anderen Händler, die wir, glaube ich, hier am Schwarzjoch getroffen haben. Und ja, jetzt geht's halt zu diesem tollen Karren hier.